Ja, hallo, hier bin ich wieder, euer Bencake28 mit Total War Warhammer 2 und Arzak, dem Vernichter. Choppers out, mein Lieben. Es geht fröhlich weiter mit dem Stumpensmoschen. Und da wollen wir doch auch mal gleich loslegen und nicht viele Worte verlieren. So, Runde beenden und weiter geht es im Text. Ja, sind wir mal gespannt, wie unser verrückter Arzak, der immer mehr dem Wahnsinn einherfällt, durch die Krone sich weiterschlagen wird. Ja, der Orkgipfel, der wird leider jetzt fallen. Tja, da haben ihn die Stumpens wieder zurückerobert. Das konnte ich nicht verhindern. Herzlichen Glückwunsch für euren Orkgipfel. Ja, klar. Ist halt nicht alles gewinnbar. Der Kampf hier geht weiter. Schafft es Arzak, die Rotaugen in sein Team zu holen? Überleben die Rotaugen überhaupt so lange den Krieg? Gegen den Clan Kritos? Fragen über Fragen. Mika Schlaunas hat noch einen Rang erhalten, lese ich hier gerade. Dem wollen wir ihm auch doch geben. Da wollen wir ihn doch gar nicht außen vor lassen. Und tatsächlich gebe ich ihn jetzt einfach aus optischen Gründen die Riesenspinne. Ob ihr das mögt oder nicht mögt und sagt, jetzt doch was anderes nehmen können, ist mir egal. Ich will, dass er ein kleines Spinnchen bekommt, denn Mika hat sie sich verdient. Mika hat sich seine kleine Riesenspinli verdient. Sieht das nicht jetzt toll aus? Das ist doch viel bequemer, auf so einer Spinne zu laufen. Lass die anderen für dich laufen. Ole, ole, ole. So, wir haben hier auch ein Fullstack mittlerweile. Und diesen hier gebe ich jetzt mal sogar eine Schrottrüstung zur Abwechslung. Hier bringen wir mal ein bisschen Abwechslung bei der Infanterie rein. Da kenne ich nichts. Und kann ich auch denen das geben? Auch die bekommen gepolsterte Schilde als zusätzliche Verteidigung. So, Krombendal der Weiße Zwerg hat eine recht große Armee. Und es ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir ihm zeigen, was wir von ihm halten. Nämlich wenig bis gar nichts. Und Jak Pandoras persönlich, gerade einmal mit Level 4, überlegt sich jetzt hier den Angriff. Es gibt zwei Möglichkeiten, sehe ich aber gerade noch. Ich habe auch noch die Grottenfestung, wo mir auch, glaube ich, noch die Mission haben, hier einzumarschieren. Nur noch 6 Runden, bis ich Alaric Ranulfsson besiegen soll und kann. So, laut den Daten dürfte ich diesen Angriff machen können. Das Problem hierbei ist, dass die Grottenfestung noch weitere Verteidigungen hat. Dies ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, wie ich da vorgehe. Auch hier sind mir leider die Skaven in der Nähe. Wir sind umstellt und umringt von Feinden. So, der ist ziemlich weit weg von der Heimat. Das heißt aber nicht, dass ich nicht Azagilein, unseren kleinen Wahnsinnigen, etwas Unorkisches machen lasse und ihn einfach mal hier, oder besser gesagt hier, in den Hinterhalt stelle. Achtung, wegen den 25%. Bewegungsreichweiten, die er dann noch braucht. Und dann hoffen wir mal, dass mir ein Hinterhalt erfolgreich gegen diese kleine Skavenarmee von Messer legen können. Dann haben wir das gemacht. Und dann, ich hoffe, dass das jetzt stimmt und ich hier rüber kann. Sorry, dass wir hier eindringen, liebe Sylvanias. So, zack. Wir haben keine Chance, sagt das Spiel. Okay, dann machen wir das anders. Belagerung abbrechen. Dann machen wir das anders. Wir setzen aber die Stumpens trotzdem etwas unter Druck. So, wie weit ist jetzt die Stadt da weg? Ich hoffe, weit genug. Und dann plündern wir die hier einfach. Einnahmen sind Einnahmen. Jak, tut mir leid, dass du da jetzt nicht moschen kannst. Hatte ich mir auch anders vorgestellt. So, damit diese Armee nicht so weit kommt, gehen wir nochmal mit Mika vor und machen nochmal Armee blockieren. Und es war wieder ein Erfolg. Mika, du bist ein echt guter Agent. Dich kann man echt gut gebrauchen. Du bist auch besser motiviert jetzt mit deiner kleinen Spinne. So, wir müssen uns wohl etwas Geld aufheben, damit wir überhaupt weiterkommen im Tech-Tree, sehe ich gerade. Und auch Schrott.
Nahkampfangriff, Geschossstärke für Goblins, dann machen wir das hier mal. Benutzt sie. Kostet uns leider 1000 Geld, aber so forschen wir wenigstens irgendetwas, zumindest jetzt erstmal. Und dürfen jetzt nichts mehr weiter großartig ausgeben. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und dann sagen wir wieder Runde Ende. Zügig geht's weiter mit Azak. Azak hat noch was mit dem Imperium vor, der hatte noch so einen Termin. So, wird das euch noch was, ihr kleinen Gobos? Aha, Karas Akarak ist schwächer geworden. So, jetzt kommt ein spannender Moment. Thorgrim Grollbart will es persönlich gegen Jak Pandoras aufnehmen. Es sieht so aus, als hätte ich eher keine Chance. Soll ich das riskieren? Ja oder nein? Das ist jetzt die große Frage, die sich mir stellt. Das ist die große Frage. Soll ich das mit Jak machen oder nicht? Das ist ein Gefecht, wie es die Orks sich wünschen. Eine Schlacht, die es zu verlieren gilt. Und ich werde es versuchen zu spielen, Leute. Ich glaube, ich verliere das. Wir haben aber eine Engstelle auf unserer Seite. Der Gegner besitzt keine Katapulte und muss also zu mir kommen. Und das werden wir für uns nutzen. Ich habe die Armee ja selber noch gar nicht gespielt, die sich da offenbart. Und da wollen wir doch mal schauen, ob diese Armee auf die ein oder andere Weise Erfolg haben kann. Zunächst einmal versuchen wir hier unsere Gobbos zu verstecken. Die gelten auch als versteckt dort oben. So, das sind aber nicht nur die Gobbos, die sich dort verstecken werden, sondern auch diese hier, die diese Tarnhaltung auch haben. Da werden wir nämlich die etwas überraschen. Ja, zumindest so ist mein Plan. Nun denn, dann wollen wir mal uns noch etwas weiter aufstellen. Brüllt rum, meine Freunde. Brüllt, meine kleinen Orks. Das ist richtig so. Meistens kommt die KI ja über die linke Flanke. Mal schauen, ob sie das wieder so machen wird. Diesmal werden wir uns natürlich auch konzentriert aufstellen. Es ist eine Defensivschlacht. Ganz so heftig wie sonst will ich dabei nicht versagen und auch nicht verzagen. So, euch stelle ich hier hin. Leider besitzt diese Armee auch kein Katapult. Das ist etwas mehr als nur ein bisschen ärgerlich. Das ist sauärgerlich, um ehrlich zu sein. So, da ich erwarte, dass die von dort kommen, stelle ich die mal ein bisschen mehr hier drüben auf. In der Hoffnung, dass sie da überhaupt irgendetwas treffen können. Dann hätte ich gerne euch erstmal hier drüben. Das machen wir so. Ah ja, eine Sekunde noch, Leute. Das habe ich vergessen. So, dann der Schnottling-Streitwagen. Der wird hier drüber rausfahren. Den haben wir ja noch ein bisschen was vor. Und versprochen, ich zeige euch auch natürlich noch die coolen Einheiten hier. Das ist ja wohl ganz klar. Die Kaff kommt darüber, die Kaff kommt darüber. Und Jak, Jak persönlich. Gib alles, Jak. Diesmal musst du gewinnen, Jak. So, hat ja auch bis jetzt noch nicht verloren. Also, dann schauen wir mal, was für Einheiten ich euch noch zeigen kann. Das ist mir persönlich ein Anliegen. Und zwar wollte ich euch ja auch mal die kleinen Snotlinge zeigen. Hier sind sie. Sind die nicht knuffig? Ach Gott, guck mal hier mit ihren Pilzbomben. Yeah, sehr geil. So, und dann hatten wir noch Rockboots, räudige Räubers. Sehr coole Einheit, finde ich auch sehr geil gestylt. Dann haben wir da oben noch unsere Todeskrablas. Wer jetzt Arachnophob ist, bitte kurz weggucken. So, als nächstes haben wir noch die Mondanheuler. Da seht ihr sie. Und ganz coole Einheit. Durkits Squicks sind auch mit am Start und freuen sich schon horrend loszulegen. Gibt es sonst noch Einheiten, die ich euch verwehrt habe? Ah ja, die da kennt ihr noch nicht. Das da sind die Kriegsherren und seine Jungs. Und hier haben wir noch da Rostpfeiler. Ich hoffe, euch gefällt diese Präsentation. Jak durften wir uns auch noch nicht von der Nähe angucken. Das wollen wir jetzt auch noch tun. Ne? Wunderbar. Jak hat sehr, sehr modisch ist er unterwegs für einen Ork. Also muss man so sagen, sehr geiler Style. Ist absolut trendy mit seinen aufgespießten toten Schädeln. So, nun denn. Wünscht mir Glück. Ich werde es brauchen. Die Frage ist jetzt, was wird die KI tun? Ich
Ich suche mir den Schutz des Waldes noch zusätzlich. So, das Ganze mal ein bisschen schneller machen. Die Zwerge rücken also vor. Dass ich da nicht durcheinander komme. Okay. Dann mal kurz eine Pause. Sie kommen jetzt also doch über die andere Seite. Das ist natürlich super, super, super ärgerlich für mich. Das wirft meinen ganzen Plan durcheinander. Was fällt denen ein? So, dann machen wir das jetzt wie folgt. Ja, das ist jetzt mega Schande. Eine mega Schande für mich. Oh, ist das ärgerlich, Leute. Sorry, dass ich das jetzt hier alles umstellen muss. Aber ich muss. Ich muss aus Gründen. So, dann hätte ich gerne euch auf dieser Seite, aber ihr braucht jetzt keinen Schönheitspreis, euch verdienen für dieses Manöver. Da kommt ihr einfach mir darüber. So, dann hätte ich gerne meine Fernkämpfer hier drauf gestellt. Einmal bitte. Euch hätte ich gerne hier einmal aufgestellt, bitte. So, euch hätte ich gerne hier einmal aufgestellt, bitte. Den hier schicken wir hier hin. Okay. Das passt ja soweit. Und euch hier stelle ich hier hin. Das müsste so halbwegs gehen. Wenn sie das beibehalten von ihrer Formation aus, sollen sie das bitte jetzt auch so tun. So, ihr, da quetscht sich immer gerne die KI durch über diese Stelle. Geht dorthin. Ihr macht hiermit noch dicht. Auch dafür gibt es keinen Schönheitspreis. Ihr geht dorthin und macht noch mit dicht. Nicht, dass ich da einen jetzt vergesse, das wäre super fatal. Ihr stellt euch bitte dorthin und macht die Lücke zu und ihr stellt euch dort mit rein und macht die Lücke zu. Und das sind die drei Jungs, die habe ich schon da drüben hingestellt. Jack, auch du bekommst einen Bewegungsbefehl noch. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Vielleicht machen wir eine Sache anders. So, Spannung steigt. Schneller. Auch schießen. So, jetzt kommt sie wieder meine alte Noob-Taktik. Es hilft ja alles nichts. Der Benkei kann ja das Spiel nicht so gut. Das wisst ihr ja alle mittlerweile. Was ich nicht will, dass die KI sich auf eine irgendwie eine komische Art und Weise durch unsere Linien sich durchdrückt. Und entsprechend dieser Tatsache
gebe ich jetzt meinen Jungs einen Angriffsbefehl, weil ich möchte ja auch, oh, einen gewissen Ansturmbonus noch haben. Und auch nutzen. Obwohl, die sind schon hier unter Drucksituation, dann dreht ihr mal da um. Und Jack, du kommst mir schon mal hier hin, aber auch erst jetzt. Ja, begins to battle. Das will ich so haben. Nun schauen wir mal, ob die Vorausberechnung der KI so in der Form recht behält oder nicht. Gut, wir haben sie schon mal hier unter Druck gesetzt. Und dann will ich, dass ihr dahin fahrt. Und dann will ich, dass ihr hier mit Druck macht. Und ich will, dass ihr Snotling-Streitwagen auch da durchfahren. Einfach durch, Leute. Durch, durch, durch. Lasst euch von nichts aufhalten. Einfach durchrennen. Machen wir den Kessel doch einfach mal zu. An. Wir geben ihm noch dazu einen Heiltrank jetzt, dem Jack. Keine Faulpelze. Kommt schon. Ja. Ich würde mal sagen, dass unser Einkesselungsmanöver uns recht gut gelungen ist. Die Behauptung stelle ich jetzt einfach mal auf. Raus. Raus. Ich brauche Überblick, Leute. Okay, wer ist draußen? Ihr seid draußen. Ihr geht jetzt wieder rein. Ihr geht mir auch wieder. Einmal durchfahren, bitte. Snotling-Streitwagen, dafür seid ihr ja da. Euch hätte ich auch gerne nochmal hier an der Flanke. Chargen wir sie in Grund und Boden, meine Lieben. So, ihr könnt auch dann bitte in die Kommentare packen, wie ihr diese Taktik fandet. Ich habe es nicht ganz optimal ausgespielt. Das gebe ich an der Stelle einfach mal zu. Das hätte ich besser machen können. Ein bisschen. Und ich befürchte, dass der Gegner schon aufgibt. Aber diese werden wir bis zum allerletzten verfolgen. Es wird niemand, und zwar gar niemand, entkommen. Null Männer kommen hier wieder nach Hause. So viel möge schon mal feststehen. So, unsere Fernkämpfer ziehen sich jetzt etwas zurück. Kein Friendly Fire mehr, bitte. So, falls sich da einer noch zurückziehen will. Hier nochmal. Schön drauf, 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 drauf. Ich will hier Blut sehen. Blut für den Blutgott. Achso, nein, falsche Fraktion. Da darf keiner, aber auch wirklich kein einziger Zwerg entkommen. Ja, Slaughter. Slaughter dem All, würde ich sagen. Nicht All. Dunaveddle. So, das macht doch den Orks Spaß. So, oh, 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 oh. Nicht entkommen lassen. Niemanden. Ich habe gesagt niemanden und damit meine ich auch niemanden. Es wird hier keiner entkommen. Keiner darf entkommen.
Wolf Riders, ich habe euch einen Befehl gegeben und den habt ihr auch Dunnerwittel noch einmal zu verfolgen. Zu befolgen. Ich glaub's ja wohl nicht. Vorwärts, habe ich gesagt. Jack, kümmere dich um den Tyne. Los jetzt, Bewegung. Ihr Faulpelzer. Hier versucht auch einer zu entkommen. Keiner darf entkommen. Niemand hat das Recht zu entkommen. So, Männer, stopp, zurück. Sechs Mann sind da noch übrig. 15 Mann. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Los, schnappt sie euch, Jungs. Also ich würde sagen, das war eine recht gute Performance unserer Orks, dafür, dass es hieß, ja, ja, eigentlich hast du keine Chance, Ben Cake. Kann ich jetzt so nicht mehr bestätigen. Jo, dann lassen wir das Ganze mal in dreifacher Geschwindigkeit erstmal ablaufen. Der Snotlings-Streitwagen schnappt sich nochmal den. Ihr habt auch keinen Befehl mehr. Ihr schnappt euch jetzt nochmal die hier bitte. Die bleiben bitte da, so gut es geht. Da ist nur noch einer übrig. Dann hätte ich euch gerne auch auf diesem Tyne. Auch der darf nicht mehr entkommen. Nicht ein einziger Stumpens darf nach Hause. Es tut mir leid, dass das so brutal ist, aber so sind sie halt, die Orks. Strike first, strike hard, no mercy. So, da haben wir gewonnen. Es war ein knapper Sieg und ein Sieg, wie wir Orks in uns vorstellen. Ein Gegner, der uns ein Gefecht geliefert hat, wie wir es haben wollen. Wir haben nicht eine Einheit verloren. Wir haben 1400 Mann getötet. Nur zwei Zwerge können noch von dieser Schlacht berichten. Der Rest ist weg. Thorgrim Grollbart besiegt und Jak Pandoras kriegt den Bonus da dafür noch. Und eine unglaubliche Menge an Anerkennung. Schaut euch diese Killzahlen an, meine Damen und Herren. Das ist absolut krank. Also 132 die Biggins, ne? Und ja, das war alles andere als knapp. 3108 Gold haben wir bekommen. Viel Glitzerkram also. Ein Level-Up für Jack. Bitte noch ein paar coole Gegenstände. Das hätte er sich jetzt verdient gehabt. Das ist uns verwehrt geblieben. Wir können uns jetzt um 16% verstärken. Wir können 4 Führerschaft hinzufügen. Oder wir holen uns nochmal mehr Glitzerkram. Oder holen wir uns nochmal mehr Glitzerkram. Ja, da guckt er jetzt ganz schön dumm aus der Wäsche, was Stumpens. Oh, jetzt wurde die Grottenfestung auch noch geplündert von den Vampiren. Von mir aus, dann habe ich auch keine Verteidigung mehr vor mir. Das soll mir ganz recht sein. Der ist abgehauen, der Feigling. So kennen wir sie. So, Hochland von Karstein Krieg, Hochland mit Silvania Krieg, Kislev mit Silvania Krieg. Es läuft. Ich würde sagen, es läuft für uns. Wir hoffen nur, dass die Rotaugen Erfolg haben gegen diese gottverdammten Skaven. So, der Janni wurde getötet im Kampf. Grollmörder. Jawohl, Thorgrim Grollbart besiegt. Da ist der Bonus für Jack. Noch ein Greifer-Gobbo für ihn. Dann haben wir auch den Bonus bekommen hier. Schlachtenmeister gibt Nummer 5 Führerschaft für alle Armeen. So und so lange. Dann benutzt sie, haben wir auch fertig als Technologie. Reißt die folgende nieder oder raubt sie aus. Das soll man wieder Grottenfestung machen. Das haben wir auch fest vor. Einen Widerstandstrank haben wir noch bekommen. Einen geflügelten Bekloppten. Das sind erstmal ganz schön viele Sachen auf einmal. So ist das eben hier in diesem Spiel. Das kann dich ganz schön mal mit Pop-Ups bombardieren. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja jetzt noch eine weitere Möglichkeit mit Jack. Da kriegst du einfach mal nochmal die Jungs, bitte. Machst sie nochmal ein kleines Stückchen besser. Dann schauen wir mal, was wir dir dafür noch alles geben können. Für diese unfassbar großartigen, Jack, einzigartigen Sieg, muss man echt sagen, Jack, das hast du echt super, super spitzenklasse gemacht. Kann man nichts sagen. So, Jackilein, dann schauen wir mal. Hoffentlich verlierst du jetzt keinen bei dem Angriff auf die Grottenfestung. Da dürfte mir jetzt eigentlich nichts passieren. Wir sollen die ja ausrauben, dann machen wir das. Dann haben wir nochmal 1200 hinzugekriegt. Dann greifen wir die Grottenfestung nochmal an, besetzen sie. Und Leute, unser Vormarsch ist
deutlich erfolgreich. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. In der Forschung können wir jetzt auch noch was Cooles machen. Durch das Geld halt können wir jetzt Oglok, der Fürchterlicher, holen. Das ist ein spezieller Kommandant. Anstatt in einer Schlacht getötet zu werden, dieser kommen in die Wunden. Genau, in der Kampf Ork-Jungs, Wild-Ork, Wild-Ork, Ork, noch mehr Orks und ganz viel Orks. Bitteschön. Hätte ich gerne, nehme ich gerne. So, ein weiterer Sieg gegen die Stumpens. Unser Feldzug ist erfolgreich. So, diese Armee wird nochmalig versucht zu blockieren. Jetzt nur noch 61%. Es war ein Fehlschlag. Mika macht nichts. Kopf hoch. Ist nicht schlimm. So, Knascheraks Burg hat keine Verteidigungsanlage. Aber die Skaven müssten jetzt auf dem Rückzug sein. Ich guck mal ganz kurz, dass ich mit denen mal rede. Kriegskoordination. Greif mir mal bitte, wo ist denn diese Armee jetzt hin? Gerade eben hatte ich sie noch gesehen dort. Den hier bitte an. Danke und tschüss. Das wäre nicht schlecht. Ich will den gerne weghaben. So. Wow, Jack. Echt krass. So kann es laufen. So schnell kann es gehen. So schnell verliert der Feind seine Jungs. Macht nichts. Hier haben wir nur noch 711 Einnahmen. Denken. Was könnten wir mit ihm jetzt noch tun? Ich will gegen das Imperium 10. Aber ich muss die ein oder andere Sache noch erst mit den Stumpens klären hier. Denn dieses Gebirge, das soll doch bitte dann mir gehören und nicht ihm. So einfach ist meine Logik da dahinter. Hier nehmen wir nochmal einen Götzens rein fürs Wachstum. Das wäre nicht schlecht. Wir haben noch unzugewiesene Fähigkeitspunkte. Tatsächlich, Mika, schon wieder ein Level up. Du bist ja echt spitze. Dann machst du bitte weiterhin noch Korruption bereinigen. Wir wollen hier nicht diesen Vampirschmodder haben. So, meine lieben Zuschauer, das ist schon wieder so gut wie das Folgenende. Mir macht Azak Spaß, ich hoffe euch auch. Das ist eine Fraktion, mit der komme ich klar. Die Orks, die kenne ich. Ne? Ganz kurz zum Outing noch, was Tabletop oder so allgemein meine Befindlichkeiten angeht. Ich bin ein passionierter Untotenspieler. Ich liebe einfach die Orks. Mir macht das unglaublich Spaß, ja, so zu spielen, diesen Playstyle. Und das liegt mir mehr als Waldelfen und sowas. Ne? Da kann ich gar nichts mit. Oder Hochelfen, Eierköppe, ne? Das ist alles so Gift für mich. Imperium habe ich auch, finde ich auch eine ganz klasse Fraktion. Ja, ich bin ein bisschen komisch, aber die finde ich auch klasse. Das sind so meine Lieblingssachen, Untote Orks und die Menschen, meine drei Lieblingsvölker. So, genug zu meinen Befindlichkeiten. Ich wünsche euch noch was und schaltet wieder beim nächsten Mal ein mit Bankhead 28 und Total War Warhammer 2. Ciao, ciao.